Ich grüße euch, ihr fantastischen Leute da draußen. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, ha, ein Retro-Panda-Video an einem Dienstag? Was soll das denn sein? Ja, heute ist wirklich ein Sonder-Sonder-Video, wenn man es so sagen kann. Und zwar gibt es heute mal wieder ein Gewinnspiel. Das letzte war ja urlange vorbei. Und heute haben wir ein kleines, aber feines Gewinnspiel zu einem richtig, richtig schönen Anlass. Und zwar möchte ich hier an erster Stelle erstmal die ganzen neuen Abonnenten begrüßen. Ich grüße euch alle. Es ist ja mein Kanal so, dass es in letzter Zeit sehr, sehr bergauf geht, sage ich mal. Das freut mich natürlich immer tierisch, weil das für mich auch immer Motivation ist, neue Videos zu machen, neue Sachen auszuprobieren und so weiter. Wenn man irgendwie Videos macht und keiner das guckt, das macht natürlich logischerweise keinen Spaß. Und die Neuen werden wahrscheinlich noch nicht so mitbekommen haben, dass sich so in den Kommentarspalten so ein kleiner Running Gag eingebürgert hat um meine Person herum. Und zwar ist eines meiner Lieblingswörter immer solide. Ne? Wenn ich ein Spiel teste oder anspiele, das, sagen wir mal, so mittelmäßig ist, also nicht super gut, aber auch jetzt nicht schlecht, sage ich immer solide. Das ist irgendwie so eines meiner Lieblingswörter und das ist mir nie so aufgefallen, bis das irgendwer mal bemerkt hat und so langsam ist das so eine Art Running Gag geworden. Haha, er hat solide gesagt und wir müssten mal ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn er solide sagt, einen kurzen trinken und dann schauen wir mal, ob wir das Ende des Videos erleben. Ja, und diesen Anlass habe ich mir genommen, um mir meine Stefan zu krallen und der Stefan Wiesendorfer, ihr habt den wahrscheinlich in den Kommentaren schon ab und zu mal gesehen. Der ist mir aufgefallen, weil der so einen schönen selbstgezeichneten Avatar hat. Der hat es richtig drauf mit dem Zeichnen. Hat so ein bisschen Werner-Stil und so weiter. Gefiel mir sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann können wir das mit dem Solide ja so ein bisschen auf die Spitze treiben. Und wie wäre es, wenn es ein Retro-Panda-Solide-Siegel gibt? Ich habe ihn angeschrieben, ob er mir sowas zeichnen könnte, ob er sich sowas zutraut, ob er Bock dazu hat. Hat er gemacht und ihr seht es jetzt hier eingeblendet und ich sage euch nur, das sieht echt super aus. Ich bin echt begeistert. An dieser Stelle nochmal vielen, 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 vielen Dank an dich, Stefan. Für euch alle anderen, ich habe euch unten in den Videobeschreibungen seinen Twitter-Account und seinen DeviantArt-Account euch verlinkt. Bitte besucht den mal. Der hat natürlich noch ganz, ganz viele andere Werke. Jetzt letztens hat er zum Beispiel zu dem neuen Pokémon kleinen Comic gezeichnet. Herrlich, sage ich euch. Schaut da mal rein. Folgt ihm auf Twitter. Er hat es auf jeden Fall verdient. Ja, und dann habe ich jetzt dieses Logo genommen und das auf Schnapsgläser gemacht. Und die könnt ihr jetzt gewinnen. Drei Stück, also drei Leute können jeweils ein Schnapsglas gewinnen. Ich finde es herrlich. Ne? Dann könnt ihr beim solide Wetttrinken oder Trinkspiel könnt ihr schön das Glas benutzen. Der Stefan hat natürlich so schon eins bekommen, klar. Ja, genau. Und jetzt werde ich euch vielleicht fragen, was müsst ihr dafür machen, um die zu gewinnen? Im Prinzip ganz einfach. Abonnent müsst ihr sein. Einen Daumen hoch da lassen. Am besten natürlich, obwohl ich kann es nicht kontrollieren, aber wenn es euch gefällt, wäre es natürlich super. Und einfach einen Kommentar reinschreiben. Und zwar, dort sollte reinkommen, ich möchte nächste Woche Mittwoch, also nicht morgen, wenn das hier erscheint, sondern nächste Woche Mittwoch, mal wieder einen kleinen Stream machen. Und schreibt einfach rein, worauf ihr Bock habt. Also im Prinzip als Auswahl stehen so ein bisschen Gameboy-Mix-Spiele, wo wir ein paar Gameboy-Spiele antesten. Dann hätte ich eine Retro-Panda quält sich live quasi zu ihm vorbereitet. Und zwar habe ich mir ja mal vor längerer Zeit so eine DOS-PC-Shareware-CD besorgt, wo wahrscheinlich das meiste absoluter Müll drauf sein dürfte. Das würde ich dann spielen. Oder zum Beispiel Super Nintendo Mix. Das soll ein paar Super Nintendo Spiele anspielen. Oder Game Gear. Also diese vier, wenn ich richtig mitgezählt habe, ob sagt da vier und zeigt drei. Ja, so. Also wenn diese vier Optionen gibt es, einfach rein und dann schauen wir mal. Ich werde dann den Gewinner dieses Gewinnspiels am Anfang des Livestreams quasi live auslosen. Da gibt es so Seiten, da lädt man ein YouTube-Video ein und dann aus den Kommentaren her holt er sich dann quasi einen zufällig raus, einen Kommentar, der dann halt gewonnen hat. So wird das dann gemacht. Ja, Einsendeschluss, sage ich mal, ist dann natürlich auch entsprechend dann Dienstag in einer Woche. Ich habe jetzt gerade das Datum nicht im Kopf, aber ne, also der Dienstag vor dem Stream quasi 12 Uhr Mitternacht. Wenn es ein Mittwoch ist, dann seid ihr zu spät. So, genau. Auf jeden Fall, das müsst ihr machen, um eins dieser
quasi Limited Edition Gläser, die kriegt ihr sonst nirgendwo, erhältlich sind. Ja, um daran ranzukommen. Und ansonsten wünsche ich euch denn viel Glück und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr fantastischen Menschen da draußen. Tschüss.